Mein Name ist Roth Hans. Ich war 30 Jahre bei der Firma Alfa Laval im Aussendienst und habe in dieser Zeit eine ziemlich grosse Sammlung von alten Milchmaschinen machen. Das sind die verschiedenen Typen von 1918 weg bis in die 60er Jahre. Die Milchmaschinen sind brauchbar im Jahr 1915 bis 1918 erschienen. Die älteste Maschine, die ich habe, ist 1918. Grosses Merkmal ist der Kupferkessel. Die Milchmaschine, da ist der Milchstuhl, zugleich die Vakuumpumpe. Es ist da bei jedem Zitzenbecher ist ein Abstellhahn, oder? Dann hat die Frau oder der Mann können da Vakuum aufpumpen und dann die Mutter ansetzen, ein um den anderen das Hähnchen öffnen und so hat es dann sollen melken. Das ist ein sogenannter Hängeeimer. Da tut man der Kuh den Gurt um den Bauch herum und hängt dann den Kübel da unten rein. Und da kann sie, wenn sie nicht ruhig ist oder so, passiert nichts. Das Aggregat hebt die Mutter, oder? Eigentlich hat jede Firma mal anfänglich Hängeeimer gemacht. Und als dann die Milchleistungen grösser geworden sind, hat die Milch nie mehr Platz gehabt dort drin. Sie mussten abhängen, wieder leeren und wieder ansetzen. Und da ist man effektiv weggekommen, komplett weggekommen von den Hängeeimern. Meines Wissens bin ich der Einzige, der eine Milchmaschinensammlung hat von einer gewissen Grösse. Das hier ist effektiv ein kleiner Teil, den ich hier habe. Den Rest habe ich daheim. Und wenn ich orientiert bin, gibt es in ganz Deutschland keine einzige grosse Sammlung.